Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei Drew Farming 2. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt, meine Lieben. Es geht weiter. Ja, wir sind wieder aus der Livestream-Woche, Folge 2. Und ich weiß nicht, was hier los ist. Aber Beppi. Ich Beppi. Wow! What the fuck? Was war denn das? Hat der mir die Ecke gekramt? Beppi, was war das denn? Das weiß ich auch nicht, was das ist. Oh Gott, das ist der Pech. Nein, das ist... Nee, da steige ich wieder ein. Ich steige wieder ein. Dabei brennt dir der ein. Arsch oder was? Oh, brennt dir der Arsch oder was? Was steht denn hier auf der Straße rum? Ja, blicke ich, du hast mir da mit 3000 durch oder was? Ja, mit 5000, wenn es sein muss. Ja, überhaupt nicht, du Tippe. Das täuscht mir, das täuscht mir. Ich muss weiter. Interessiert mich nicht, du hast den LKW gekramt. Welchen LKW? Ja, der da links steht. Den hab ich gar nicht gesehen. Ja, hast du gesehen? Ey, also der ist auch schlecht zu erkennen, finde ich, in der Wiese. Oh, ja, nee, und auch in der Farbe, gell? Ja, in dem Ding sitzt da drin. Ey, steh bleiben! Baby, ich hab ne Frage. Sag mal, bist du nicht ganz sauber? Du kamst hier gerade mit 1000 an! Junge, was ist denn, wenn du hier einen über Tod fährst, Junge? Es tut mir leid, aber von Kara der Onkel liegt im Krankenhaus und ich musste mich halt beeilen, deswegen bin ich hier. Ja, ist da in Richtung, du Blebro. Ja, weiß ich doch nicht. Ja. Ey, was ist mit meinem Schaden? Welchen Schaden? Den kriegst du nicht. Du bist in den LKW reingefahren! Ich gar nicht. Ja, natürlich! Also, ich hab's tatsächlich gesehen. Ja, siehst du das? 2 gegen 1! Ach so! Ich saß ja hier im LKW, wo du hier vorbeigerauscht bist und bist da reingebrettert. Ich bin da gar nicht reingebrettert. Vor allem machen wir jetzt so den Weg. Ja, machen wir so. Machen wir so. Was heißt denn, machen wir so? Du kannst ja dein ganzes Leben nicht mit Lügen nur durch die Gegend laufen. Ich bin da aber nicht gegen gefahren. Ja, okay, jetzt klärt das Gericht. Steig diese Chip wieder, Orni. Dann bin ich gut. Tschüss. Geh! Ja, Rosenberg, du konntest nicht durchfahren, ist gesperrt. Wie? Kann ich irgendwie außen rum oder irgendwas? Ich müsste strings zum LU. Was machst du denn hier überhaupt? Du hast doch gar keinen Führerschein. Natürlich habe ich Führerschein. Achso, ja, okay. Ich müsste Schneeplankenwartung müssen wir machen. Ja, warte, ich lasse dich noch schnell vorbei, aber dann nicht rum, gell? Ja, kein Problem, das ist lieb von dir, dankeschön. Ja, warte, aber ich habe genau gesehen, Baby, wie der reingefahren ist. Ich zeig den Ober. Den zeig ich auch den Tipp. Ja, mach das. Mach das. Danke dir, Baby. Ja, bitte. Heiliger Bimbam, ey. Junge. Das ist eine Nummer hier. So, dann düsen wir erstmal weiter. Einmal zurück zum Lohnunternehmen. Da ist bestimmt schon wieder Chaos und die Hölle los. Ich glaube, wir sollten... Wo stellen wir den Ernte ab? Ich fahre den gleich hoch auf den Platz. Scheiß drauf. Ich fahre den gleich auf den Platz hoch. Alles andere macht keinen Sinn. Ey, der ist doch... Also, der Pech ist doch wirklich... Der ist... Guckt euch das doch mal an. Der ist doch völlig zurückgeblieben, der Junge. Also, das ist doch wirklich ein... Also, nee. Der ist... Nee. Und der... Der fährt da in den rein, rammt den da mit 1000 km/h und streitet wieder alles ab. Also ich habe noch nie so, also so einen Typen habe ich in meinem Leben noch nicht gesehen. Gott, ey, das sind so Menschen, von denen kannst du dich einfach nur fernhalten. So, jetzt stellen wir erstmal den Kollegen hier ab. Ich habe ein bisschen stümperhaft das Schneidwerk hinten aufgeladen, ich weiß, Leute. Aber es ging nicht anders und es musste schnell gehen. So. Puh, Gott sei Dank. Und einmal nach unten flitzen. So, Tor zu. Dass keiner Unfug macht. Wenn der Pech in der Stadt ist, müssen wir alles verriegeln und verrammeln. Hallo. Hallo, wo sind die denn alle? Ich guck mal, Rudi, hier. Oh. Warte schon. Warum hat er das denn eigentlich hier? Die ganze Kinder. So, ich zieh den Stecker. Jetzt ist es schwarz. Das darf da nicht wahr sein. Also ihr seid ja eigentlich, also ihr seid ja schlimmer wie, weiß ich nicht. Aber was für die Bilder? Guckt euch diese drei Geier an, wie sie da vor dem Bildschirm einzig einen absabbern. Ey, das gibt's da nicht. Ja, sowas kriegt man nicht alle Tage. Aber sag mal, Kalle, hattest du nicht das Internet irgendwie gelöscht? Nein. Der Internet hat keine Zukunft. Hat Kalle mir damals schon erzählt. Das stimmt wohl. Dieses sogenannte Internet. Aber was soll ich denn da jetzt an Maschinchen eigentlich draußen mitnehmen? Irgendwie steht da schon so, pass auf, bei mir. Du bist jetzt, also warte mal, Heinrich und Rudi, ihr zwei... mir was sagen, ja? Ja, Heinrich und Rudi, ihr zwei... Pass auf. Ja, warte. Ja, zieh los. Heinrich und Rudi, ihr seid jetzt da, um die Maschinen abzuholen, ja?
Und um welche zu bringen, haben wir doch schon. Kurz auf den Podcast. Ja, dann lass uns das mal bitte. Oh mein Gott, sind das die beiden neuen Schätzchen? Ja, ja, ich glaube schon. Ja, ja, der linke. Ja. Die Dinger. Ja, beim linken hier beim New Holland, da musst du die Reifendruckregelanlage einmal neu einstellen. Die müsste eigentlich ziemlich tief stehen. Okay. Einmal der T7, sehr gut, sehr gut, sehr gut. Und einmal der TMS, der 900er, war. Jawohl. Der New Holland hört ihr dieses engelsgleiche Gesänge? Also der New Holland ist echt ein Schmuckstück. Ist das Kalle oder was? Diese engelsgleichen Gesänge. So die Engel schauen gerade auf die Schlepper herab und singen ein Lied. Ja. Gott, die sind ja beide einfach nur geil. Also, mir gefällt der New Holland ganz gut, muss ich sagen. Ich glaube, das ist auch ein echtes Monster, ey. Das ist vor allen Dingen, das ist eine bisschen aufgepowerte Version. Ich glaube, der hat ein bisschen mehr Dunst unter der Haube. Aber ich glaube auch, der TMS, der ist aufgebohrt. Ich glaube, der TMS hat 370 PS oder so. Pennt in Rot. Wer macht ja, sowas? Das ist halt. Ja, Rot ist unsere LU-Farbe. Und ich habe jetzt gesagt, die sollen dem mal mit einer roten Folierung geben. Ich will mal gucken, wie das Ganze aussieht. Ob das halt, ob man das machen kann oder ob man das nicht machen kann. Prinzipiell macht gebe ich gar euch keinen Sinn. Ja, warte, Mensch, es ist doch aber unsere LU-Farbe. Ja, komm doch mal hier rum. Guck mal. Ja, ich weiß, dass das keinen Sinn macht. Hier ist ein Feuerlöscher, den sieht man jetzt gar nicht mehr. Nee, das stimmt, das ist gefährlich. Ich glaube, der geht ja nicht. Ach, ganz ehrlich. Ihr seid doch alle vom Wickeltisch gefallen, oder? Mal ganz ehrlich. Ja, übrigens, im Pausenraum ist weißt auch noch was, ein Bild von der Kamera. Weißt du, was ihr seid? Ihr seid so. Warte mal, da muss ich mal. Ja, komm mal, geh mal. Nein, hallo! Hallo! Ja, genau, hier rechts. Können wir jetzt mal zum Wesentlichen kommen? Genau. Da tun wir doch. Sag mal, da darf da nicht weiter. Ganz hinten am Spind. Ui. Das muss der Spind vom Osten sein. Ui. Was ist denn hier schon wieder? Mann, Spind zu! Das geht euch gar nichts an! Das ist nicht die Kara. Das ist nicht die Kara. Mann, raus hier ist aus der Umkleide. Ja, gut. Echt zusammen gegönnt. Das ist furchtbar, seid ihr, ganz ehrlich. So. Ja, aber jetzt hast du uns ja reingesperrt. Ja, jetzt kommt raus hier. So, passt auf. Also. Gut. Jetzt folgendes. Ihr sollt mitnehmen, passt mal auf. Und zwar zwei Geräte von Kuhn. Ja, deine Haare werden ja auch immer lichter da oben auf dem Deckel, wa? So, die Beinpresse könnt ihr direkt wieder abladen. Wieso? Die Stadt hat auch nebenbei. Ja, die Beinpresse gehört aber den Van Sinne. So. Ach so. Genau, der Holzsammler ist schon mal gut. Dann Kuhn. So, pass auf. Abladen könnt ihr wieder. Lasst mich kurz gucken. Und ja, zwar. Das Ding auch die, oder? Das wurde mir Kuhn. Zuhören jetzt. GMD 3123 und 4411. Das ist bestimmt Front- und Heckmähwerk. Ja, die können wieder runter, oder was? Rosa Gra aus Wiedrosenberg am Telefon, was kann ich für sie tun? Ja, die können wieder runter. Ja, hier das Transportunternehmen aus Reber. Oh mein Gott, dass ich deine Stimme nochmal höre. Ja, du bist doch immer unterwegs. Ja, es tut mir leid. Ja. Jetzt ist es auch noch meine Schuld. Das ist wieder typisch. Typisch Rebacher. Jetzt ist wieder meine Schuld. Nee, auch bald Fichtaler vielleicht. Nein, war Spaß. Nee, erzähl mal. 33.000 kriegst du für deinen Zucker. Ist das nur ein Monat tatsächlich? Die Produktion ist leer. Das habe ich gekriegt. Okay. Und das war auch der einzige Monat, an den du abgerechnet hast? Also hast du nicht einen Monat vorher schon mal rausgeholt? Nee. Das habe ich dir ja dann schon gegeben. Also 33.000? Ja. Ja, gut, dann schicken wir es rüber. Passt. Ja, ich gebe das der Bank weiter. Gut, das wäre super von dir. Dankeschön. Ja. Dann noch einen schönen Tag. Danke dir auch. Ja, ciao. Ciao. So, wenigstens die Kohle aus der Produktion, die kommt. Genau, die muss zum Sinne, die bleibt bitte da. Und ansonsten, ich verstehe jetzt gerade nicht. Ach so, na guck mal, hier ist doch das andere Mähwerk mit dem Marcel Ferguson. Wir hatten das darüber gefahren. Der Marcel gerade dabei. Der Marcel Ferguson muss auch mit. Der muss weg, ja, oder was? Der Marcel Ferguson mit dem Mähwerk muss weg. Ach, stopp. Das Mähwerk bleibt da. Beide. Ihr könnt aber auch die Mähwerke mitnehmen. Es gibt nur ein Problem, und zwar die Mähwerke sind vom Acken. Und der Lonzinger, Vorsicht übrigens, der Lonzinger hat mich angerufen oder beziehungsweise war bei mir vor Ort und hat zu mir gesagt, dass der Acken wo steuerflüchtig ist, also da gibt es wohl irgendwas und die finden den aktuell nicht. So, und die ziehen jetzt alles ein und machen da dicht.
So. Bei dem Hof da oder was? Ja, und die zwei Mähwerke sind vom Acken hier zum Verkauf gelandet. Das heißt, diese Mähwerke kriegt die Stadt. Ihr könnt die gerne mitnehmen, könnt ihr der Stadt liefern. Naja, Moment mal. War das vor der Steuerflucht oder nach der Steuerflucht, dass die jetzt hier war? Weil dann hast du ja die Dinger eigentlich gehabt und ich will nicht der Acken. Was willst du aber machen? Wir haben die ja sogar schon umgemeldet und alles. Ja, dann kannst du doch dir, dann kannst du jetzt entscheiden, was du. Ich wollte gerade sagen, sind sie doch dein Eigentum. Nee, mein Eigentum sind sie nicht. Weil die sind ja noch nicht bezahlt. Du solltest im Auftrag von dem Arken mit verkaufen oder was? Ja, genau. Ach so, na gut. Deswegen fahrt die Dinger zur Stadt und der Rest geht komplett zurück. Und das Ding hier geht jetzt auch auf den LKW und ist weg, ja? Der Marcel geht auch mit. Gut, alles klar. Also das ganze Gespann sozusagen und dann der Rest hier auf den Tieflader kann auch alle drauf bleiben. Lass uns nochmal einmal abgleichen. Es geht weg. Kuhn, die zwei Mähwerke, ist klar. Dann geht weg. Lissa TLX habt da drauf. MF 8730 habt da drauf. Pflanze, Anhänger habt da drauf. Ja. Das ist war's. Was ist mit den Grimme und hier diese. Hallo, das sind meine Mietgeräte. Hallo, das ist meine Seemaschine. Sag mal, was ist mit euch nicht richtig? Ihr könnt ja nicht einfach alles aufladen, was hier auf dem Hof steht. Sag mal, die packen hier alles, was hier vorne ist, weg. Die zwei Sachen runter. Ich hab da zwei Kopfinteressen dran. Also das ist mir egal, aber ich sehe damit an, verdammt nochmal. Das ist meine Einzelkornen. Na gut, ich wollte hier auch mal ein bisschen Geld machen, wisst ihr? Also die Einzelkornen und die Legemaschine für die Kartoffeln bitte. Für die Dämme bitte runter. Das soll ich sagen. Das ist doch hier für Rhythmus so ansehen. Deine Einzelkorn, die steht hier, mein Freundchen. So. Achso, nein, das sind beide Stadtmaschinen. Beide Stadtmaschinen. Bitte da lassen. Wie bitte? Wer war das jetzt? Ach, hier. Ich würde besser in deine Waschanlage reinfahren. Ja, mach das gerne. Genau, die zwei Sachen müsst ihr leider abladen. Tut mir echt leid. Na? Und wie gesagt, stell die bitte wieder auf die Seite. Dann passt das, weil das der Stadt. Und ich will mich erstmal kurz um Kalle kümmern. Ist erstmal soweit alles klar, Jungs? Ja. Dann lass ich den Messer Ferguson hier kurz stehen. Dann kommen wir später nochmal holen den ab. Wa? Ja, kein Thema. So, Kalle, mein Freund, entschuldige bitte. So, mein Junge, hast jetzt mal Ruhe. Ja, jetzt haben wir Ruhe. Komm, jetzt mach ich hier zu. Dann nimm dir nochmal ein Käsebrot. Ja. Da, komm hier. Brett zu, komm her. Einmal Brot, einmal Käse nehmen. Richtig, Käsebrotautomat haben wir extra geholt für dich. Ja, dass du gerne Käsebrot isst. Da, machen wir da vorne zu. Genau, mach du mal da vorne zu, ich mach hier zu und dann komm. Also, Erstens. Damit das mal der Elefant aus dem Raum raus ist. Der Elefant ist aus dem Raum raus, okay. Ja, sagt man doch so, oder? Der Elefant ist aus der Porzellanfabrik raus. Ja, genau, sowas. Ja. So, du kriegst jetzt erstmal deine Provision von 150.000? Yes. Leck mich am Arsch, Kalle. Ja, das ist die gute Nachricht. Die schlechte ist, ich habe da nicht viel dran verdient. Okay. Und das ist jetzt auch der Punkt, warum ich hier bin. Okay. Mir wird das alles ein bisschen zu viel. Ja. Mit Fechtal und Rehbach. Ich habe mit Rehbach schon genug zu tun und eigentlich gar keinen Bock mehr drauf. So, die Frage ist jetzt, willst du das hier kaufen und übernehmen? Warte, Moment. Willst du Fechtal Außenstelle abstoßen? Ja, nicht nur Fechtal. Was, Rehbach auch? Ich setz mich zur Ruhe. Nein, Kalle, ehrlich jetzt? Ja. Warum? Aber für Rehbach habe ich schon wen. Aber du bist doch, du guck doch mal, du hast ja doch 30, 40 Jahre. Ja, und die will ich genießen. Na gut, eigentlich hast du wahrscheinlich nur noch drei oder vier. Ich habe mir das durchgerechnet. Und in Rehbach gibt es so ein kleines Grundstück für mich. Da kann ich mir schön Lenz machen. Okay. Ich habe mir da einen Plan zurechtgelegt. Pass mal auf. Ich höre. Du gibst mir für Fechtal hier alles drum und dran 600.000 auf der Hand. Und dann im Jahr 100.000. Solange ich noch lebe. Das ist geil. Okay. Aber? Wo ist denn Kalle jetzt hin? Kalle? Nein. Er hat die Verbindung verloren, Sekunde. Ja, aber. Also, Kalle! Also das mit den 600.000, muss ich ganz ehrlich sagen, finde ich ein sehr faires Angebot. Das ist wirklich fair. Das mit den 100.000 im Jahr, solange wie du da lebst, finde ich ein bisschen krass.
Ja, das ist ein bisschen eine Wette, ne? Eine Wette in deine reiche... Sag mal, hast du nichts auf Tasche oder was? Nee. Karl, ich kann dir nicht 100.000 im Jahr abrücken. Weißt du, wo das Geld aus meiner Tasche ist? Wo denn? Da stehen wir hier drin. Ja, nee, das glaube ich schon, aber das kriegst du ja wieder. Ja, das will ich hoffen. Guck mal, das kriegst du. Guck mal, du hast jetzt hier Geld verdient die letzten Monate. Ich habe richtig hart gearbeitet hier. Klar. Ich habe hier nichts verdient. Ach, Kalle, also ganz ehrlich, wenn ich habe da auch Geld verdient hier. Und wir haben doch so viele Sachen angekauft, verkauft und so weiter und so fort. Ja, das ist auch alles in deine Tasche geflossen. Alles? Ja, was denkst du denn, wie viel Provision ich kriege? Ja, weiß ich nicht. Die Hälfte? Nee. Ja gut, okay, pass auf. Also, Kalle, 600.000? Ja. Aber ich kann dir nicht, Kalle, ich kann dir nicht hier nochmal... Warte mal kurz, ich muss mal schnell schauen, wie viel Kredit ich noch habe. Ich habe noch 150.000 Kredit offen. Ja, aber im Jahr. Guck mal, was du jetzt erwirtschaftest. Ja, im Jahr, Kalle. Ey, weißt du, was 100... Aber 100.000 Reingewinn im Jahr. Dann muss ich doch auch noch versteuern. Ja. Ey, Kalle. Ja, dann sagen wir halt 75.000. Du lebst noch 20 Jahre, da drücke ich 2 Mille an dich ab. Ja, 20 Jahre werde ich noch haben. Das glaubst du auch selber nicht. Na klar, guck dir mal an, du bist das blühende Leben. Du hast uns eh alle verarscht. Du bist bestimmt nicht 80, du bist erst 60 geworden. Ja, 40. Und was hast du jetzt gesagt? 20.000? Nee, was hast 50. du jetzt gesagt? 50 hast du gesagt. Der Hälfte. 50.000, ey. Das ist eine Ey, 50.000, Kalle, ey. Das Und das ist... erste Jahr lasse ich dir. Musst du erst in einem Jahr zahlen, quasi. Okay. Ja. Ja, pass auf, ich würde mir das mal überlegen. Also, ich finde das mit den 600.000 eigentlich ganz fair. Da habe ich Verlust gemacht, den Fichtteil. Sehr bewusst. Aber es reicht mir. Na guck mal, aber du hast 600.000 investiert, 600.000 kriegst du wieder. Dann gut, du sagst, aus den Verkäufen hättest du nichts verdient. Dann ich hab hier über 1 Million gelassen. Echt? Denkst du denn? Ja. Alleine 400.000 für den Kauf. Und dann die ganzen Rechnungen von dem, wie hieß der hier, dieser komische Heini da. Pass auf, jetzt ist aber die große Preisfrage. Das Händlerkonto... Dollar, Waschanlage und was du alles hast hier an Sonderwünschen. Ja, pass auf, jetzt ist aber die große Preisfrage. Das Händlerkonto ist ja auch noch prall gefüllt. Ja, kannst also du haben. Was heißt prall gefüllt? Also da sind, sag ich mal, wenn wir jetzt alles noch eintreiben, sind da ungefähr auch noch 1 Million drauf. Ja, siehst du wohl. So, das Geld nimmst du ja bestimmt auch mit, logischerweise. Nee. Ja, das macht ja keinen Sinn. Du schenkst mir nicht jetzt 1 Million. Ja, 1 Million. Du musst doch auch wieder die Fahrzeuge bezahlen, die du eingekauft hast. Naja, klar muss ich das am Ende bezahlen, aber ich krieg ja auch das Geld von der Kundschaft. Wenn du für 1 Million verkauft hast. Ey, Kalle, wenn es danach geht, ganz ehrlich, wenn hier einer kommt und kauft dir einen Vollender für 500.000, nur mal gesponnen jetzt, für 500.000 oder wie letztens die Großbestellung von der Traubengenossenschaft da, das sind 500.000, die kann ich eh nicht vorschießen, das muss ich eh in Vorabrechnung stellen, da muss ich mir eh eine Anzahlung geben lassen. Deswegen, also das will ich nicht haben, um Gottes Willen, das ist dein Geld, Kalle. Ja, wo ist es denn? Na, auf dem Konto. Na, nix ist hier auf dem Konto. Na, auf dem Konto, auf dem Händlerkonto sind... warte, lass mich da schauen. Auf deinem Händlerkonto sind... Wieso sind denn da nur 162.000 drauf? Ja, siehst du wohl. Hä, wo ist denn das Geld, Kalle? Da waren fast 500.000 drauf. Ja, da war noch eine Rechnung von der Stadt und dann war noch deine Provision. Ja gut, aber ich sag mal so, wir haben jetzt noch Außenstände, also wirklich viel, sehr, sehr viel. Also das ist wahrscheinlich so um die 800.000 bis 1 Million. Ja, dann tun dir die 600.000 ja nicht weh. Ja, aber ich, wenn, dann bezahle ich das. Also alles gut, ich krieg das irgendwie hin und zusammen. Dann muss ich halt die Preise ja auch neu kalkulieren und so weiter und so fort. Und wenn, dann würde ich die Konten jetzt eh zusammenlegen. Weil ich mache ich keine zwei Konten mehr, dann mache ich das mit einem Konto, weißt du wie? Tja, da musst du aufpassen. Wieso? Ja, wenn du zwei Unternehmen hast, eine Gesellschaft für das Lohnunternehmen oder eine für den Händler und dir fährt einer eine Karre und du hast richtige Probleme. Ja, ich weiß. Ja, das musst du trennen.
Ja, ich weiß. Ich weiß. Gerade hier in so einer Stadt, ne? Fichtal, da sind ja nur Räuber. Ja, wenn nicht, müssen wir das so machen, dann ich krieg das schon irgendwie hin. Ja, musst du ja nicht sofort entscheiden. Ja. Ich habe jetzt noch in Rehbach zu tun mit der Abwicklung von dem anderen Fahrzeughändler. Was ist denn mit Rehbach, dem Fahrzeughandel? Ja, da hab ich einen Kunden. Der kauft das, oder was? Ja, der kauft das, aber da kommt ja nicht viel bei rum. Das ist alles runtergewirtschaftet. Und Rehbach ist ziemlich alt, ne? Ja. Ah, ja. Zahlt er auch 50.000 an dich? Weiß ich noch nicht. Kalle! Ey, Kalle, du hast mich schon mal über den Nuckel gezogen, wenn du das jetzt wieder machst. Ich will doch mindestens einmal im Jahr in Urlaub. So, weißt ja selber, ne? Bei der tiefen Dubai unter 10.000 ist da nix. Ja. Na gut, dann weiß ich Bescheid. Kalle, so machen wir's. Ja, ist gut. Alles ja, dann, klar. Stress dich nicht deswegen. Nee, mach ich nicht. Alles gut, mach ich nicht. So. Guti, ja, Kalle, dann danke ich dir vielmals und ich gebe dir Bescheid. Ne? Ich überlege mir das nochmal ganz genau alles. Aber ja ich werde das, also das, klar werde ich das machen. Ja, das ist eine Chance. Na? Ja, na klar, also, es ist eine Chance. Ja, 1,2 habe ich hier bestimmt reingesteckt. Ja, ja. Nee, ich werde das so machen, Kalle. Ich werde das machen. Ich werde das nehmen. 600.000 und 50 im Jahr. Ich würde das auch nicht so günstig herschenken, wenn das nicht du wärst, ne? Ja, die, Dankeschön. Also ich weiß das auch sehr zu schätzen. Ich finde das ja toll, dass das jemand weiterführt. Ja. Ist ein bisschen auch in meinem Sinne. Bist auch immer herzlich willkommen, Kalle. Immer. Ja, danke. Da muss man einfach so sagen. Ja. Das ist so. Ja. Guti. Kalle, ich danke dir vielmals. Gut. Ich fahre wieder nach Rehbach jetzt erstmal. Alles klar, dann schönen Tag dir, ne? Da klopft da jemand. Ach, ja, da hat jemand geklopft, glaube ich. Mach mal auf hier. Ach, Rudi. Ich wollte nicht stören, wenn ihr da die Tür zu habt. Ja, hast du einen USB-Stick gefunden? Habt ihr gerade die Sachen danke. Verkauft? Was für Sachen denn verkauft? Naja, die ihr hier abgeholt habt. Nee, das ist noch die Freigabe da von irgendwelchen Sachen nur auf Rehbach, wurde mir gesagt. Das muss ich mal genehmigen über Tablet. Hä, was waren das jetzt gewesen, wenn ich fragen darf? Irgendwas mit Ernteüberschüsse oder sowas. Warte mal, ich kick mal hier rein. Was war das einmal? Das war die Dingsernte. Irgendwas war vom Agrocenter von drüben, die 85.000. Ja, das war die Ernte von den, sag doch gleich, Pastinaken. Genau, und die 33 kommen hoch. Die 33 waren der Zucker. Genau. Wow! Das wartet irgendwie. Mega! Was? Sehr gut, sehr gut, sehr, sehr gut. Passt? Freue ich mich. Na, dann hauen wir jetzt wieder ab. Wir haben da die Sachen jetzt auf dem Transporter drauf. Hoffentlich auch die richtigen, aber gut. Ja, nee, super, dann passt das so. Klar. Alles klar. Danke dir, Rudi. Ciao, ciao. Jo, gerne. Renn dir hauen, wa? Ciao, ciao. Ja, mach's gut. Tschüssi. Hey, Kalle, mach's gut. Komm gut nach Hause. Ja. Hoffentlich. Ja. Macht dir noch bestimmt. Gut, Leute, wa? Bestimmt. Ach, die Bilder. Warte mal. Ich schick dir die da auf dein Smartphone ruf. Alle Tasten jetzt auch. Ne? Oh. Alles klar. Danke. Juti, wir sehen uns dann. Also ganz ehrlich. Was denn? Was ist denn das? Wir? Nee, geht einfach. Ey, ich meinte, das sind ein paar Bilder von ein paar schönen Traktoren. Was denkst du denn schon wieder? Ja. Ich finde aber die zwei grün. Genau. Ja? Das war Pracht. Ja, alles klar. Wir sind, wenn weg war, alles klar. Bis dann. Tschüss. Noch. Ciao. Ciao. Wieso? Ja. Was ist das denn, die Gemeinde? Ja. Teuer. Teuer oder was? Rapsfeld 110. Hä? 53, 55.000? Wieso schreibt mir die Gemeinde 55? Warte mal. Aus Wien? Ja? Hast du vielleicht den falschen Posteingang erwischt? Nicht, dass du hier Briefe von jemand anders öffnest. Nein, ich bin beim Dings drin. Ich bin beim Lohnunternehmen, bei Rosenberg. Ja, bist du dir da sicher? Ja! Bin ich mir, Rosa Gra, was kann ich für Sie tun? Hallo, Kuboni. Herr Kuboni, ich grüße Sie. Servus. Grüß Gott. Ich habe zwei Dinge. Ich habe auch was, wenn Sie gerade am Telefon sind. Haben Sie hier Auftragsbuch bereit? Ja, habe ich bereit. Okay. Ich hätte nämlich Anliegen. Und zwar die 107, 108, 109, 111, 112, 121 und 122. Ernten. ASAP. Äh,
So, 107 weiter. Achso, sie sind nicht so schnell. Ja, also 107 ist Hafer, ne? Einmal abenden. Dann sagen Sie erst nochmal die Nummern. 107, 108, 109, 111, 112, 121, 122. 112, 121, 122. Genau. 107 ist Hafer. 107 Hafer einmal abernten, ja? 108. Die 108 ist, lass mich mal kurz gucken hier. Ist aber auch doof. Ach hier, 108 ist Pastinaken. Auch einmal abernten. Ja, Pastinaken, ja, weiter. 109. Die 119 Karotten. Ist ja eine ganz wilde Nummer hier, ja. Dann die 111 ist schwierig. Moment, lass mich mal gucken hier. Sorghumhirse. Ja. Die 121, nee, machen wir erstmal 112. Die 122 sind 112. Pass, 112. Also 100, die 112 sind rote Beete. Scheiße. Ja. Und die 121 sind Weizen. Ja. Und die 122 ist auch rote Beete. Alles erntereif? Alles erntereif, bitte alles abernten, die Felder danach umgrubbern und dann erstmal brach liegen lassen. Sollen wir das, was gepflügt werden muss, pflügen oder sollen wir... Ja, pflügen sie einfach alle mal. Weil wir, alle haben, pflügen. Wir haben ein bisschen was vor mit denen, deswegen alles abernten, umpflügen und dann brach liegen lassen, ja? Ja. Okay, genau, also... Das fürs Erste, ja. Alles klar, ernten und um. Ja, Moment, ich habe ja noch das Zweite. Sie haben mir mal, ich hab mir mal so eine Probe am Smick geschickt, ne? Ja. Genau, also ich habe ein Gutachten jetzt erstellen lassen. Mhm. Und ich weiß nicht, was Sie da für einen Billigschrott haben, ne? Aber es ist schon eine Frechheit. Also ich hoffe, Sie haben dafür nichts bezahlt. Na, weil, bis jetzt habe ich dafür noch nichts bezahlt, das ist so genau. Korrekt. Also, es ist sehr, sehr minderwertige Qualität und das sind diese, ich weiß nicht genau, wie man es ausdrückt, Neophyten, ja, sind quasi Samen von Pflanzen drin, die den eigentlichen Pflanzen, die da wachsen sollen, die Nährstoffe entziehen. Das heißt, sie haben grundsätzlich einen sehr, sehr schlechten Ertrag. Oh. Ja, also es sind quasi es ist kein reines Saatgut, für die Pflanzen, die sie da haben, ne? Sie haben mir verschiedene Saatgüter geschickt, ne? Ja. Sondern wir haben hier tatsächlich immer, also ich kann hier ein Beispiel nennen, wir haben hier einmal Sonnenblumensamen, ja? Ja. Da haben wir einen Anteil von Sonnenblumen, reinen Sonnenblumensamen von circa 25%. Der Rest ist aufgefüllt mit verschiedensten Arten von Pflanzen. Aber wir reden hier wirklich von Pflanzen, die sehr aggressiv sind gegenüber den eigentlich wachsenden Sorten. Super. Das heißt, sollten Sie dieses Saatgut verwenden, ist es möglich, dass der Bauer, der Sie beauftragt, erhebliche Eintragsbußen hat, ne? Einbußen, so rum. Ja, und jetzt? Was mache ich dann jetzt? Ja, ich würde Ihnen das Gutachten mal zukommen, per Post, das dauert ein bisschen. Ja, ist kein und Problem. Und dann müssen Sie ja gucken, dass Sie dann mit dem, wo Sie es herhaben, das wollen Sie mir ja nicht sagen, dass Sie dann mit dem quasi dagegen vorgehen, ne? Also das kann ja nicht sein. Ja, muss ich definitiv. Das Problem ist nur, wo kriege ich denn jetzt das Saatgut her? Ja, das ist die Frage, das müssen Sie klären als Landhändler, ne? Also als LU meine ich. Ja. Ja, ja. Aber wie gesagt, also es ist, ich gehe ganz stark davon aus, dass hier eine betrügerische Absicht dahinter liegt. Also wir werden dieses Gutachten auch an die Polizei schicken. Ja. Da wirklich hier von krimineller Absicht, also wir müssen davon ausgehen, ja, weil so eine Mischung, also es gibt natürlich mal Abweichungen, ne, wenn Sie Saatgut kaufen und das nicht besonders gefiltert ist, wie auch immer, dass da mal, weiß ich, eine Kleinigkeit dazwischen ist, die dann irgendwie, ne, wissen Sie ja, selber, aber, ja. Aber 75%. Nee, das geht nicht. Also das geht ist nicht, quasi dass, aufgefüllt worden. Wie soll ich das dann auch den Kunden erklären? Das funktioniert ja nicht. Nee, das funktioniert wirklich nicht. Aber wie gesagt, ich lasse das Gutachten zukommen. Wir schicken es auch mal in die Polizei. Und dann ja, können Sie sich ja mit denen zusammensetzen. Gut, weiß ich Bescheid, ne? Genau, die Felder bitte ASAP, ne? Also muss zeitig erfolgen. Ja, weil wissen wir Bescheid. Super. Danke Ihnen. Super, ach, übrigens. Ja. Ich weiß nicht, ob sie der Pächter mitgeteilt hat, die Leitplanken bei Ihnen.
quasi am Grundstück links, die werden gerade ein bisschen gewartet. Ja, das, da kannst du zu Verzögerungen und Sperrungen kommen. Ne? Wer soll mir das mitteilen, der Herr Pech? Pechtel. Ach so, Pechtel, ja, den habe ich schon getroffen. Also der hat mir das gesagt, ja. Ach so, ja, okay. Ne, perfekt, dann bin ich weiter, ne? Alles klar, ich danke Ihnen. Ja, tschüss. Tschüss. Alter Vater. Hast du das mitgekriegt, Kalle? Was denn da? Ja, wir haben hier richtig Probleme, ey. Ey, Kalle, ich bin am Arsch. Der Pech hat mir hier Saatgut gebracht. Ja. Und ich habe da, naja, ich habe einen Tipp gekriegt. Ich will es mal so sagen. Ich habe einen Tipp gekriegt und habe das aufgrund dieses Tipps das Saatgut überprüfen lassen. Ja. Und ja, das ist der letzte Schrott. Der letzte Schrott, was der mir hier geliefert hat. Da wundert mich nicht. Ja, wie wundert dich nicht? Ja, der hat doch alles Mögliche gelernt, aber nichts mit Landwirtschaft. Ey, ich sag dir, ey, ganz ehrlich, jetzt kannst du das ganze Silo leer pumpen lassen, kannst das in die Tonne schmeißen lassen und musst so schnell wie möglich neues Saatgut irgendwie ranbringen. Ach, herrje. Oh, Mann, ey. Na gut. Ja, kann man den verklagen? Ja, den muss ich. Also irgendwas müssen wir da machen. Ach, bin ich froh, dass ich da keine Sorgen mehr habe. Ja, na gut, Kalle. Ich danke dir erstmal, ne? Ciao. Ja, grüß schön. Du auch. So, warte mal, jetzt muss ich aber ganz dringend den Heinrich anrufen. Scheiß die Wand an. So. Transporter nehmen, Raden, einen wunderschönen guten Tag. Heinrich, grüß dich, ich habe ein riesengroßes Problem. Oh, was denn jetzt schon wieder? Eine Frage, kannst du mir Saatgut besorgen, ja, was nicht vom Landhandel kommt? Ich kann was besorgen. Weil du hattest mich ja sowieso mal angesprochen, also deswegen. Ja. Und genau darum geht's mir gerade. Ob du mir halt, wie gesagt, Saatgut besorgen kannst, was nicht vom Landhandel kommt. Ja, ich kann da mal gucken, was meine Quellen so aufsprungen, wie viel wir noch lagermäßig da haben. Pass auf, und dann habe ich eine andere Sache. Kannst du vorher bitte unbedingt dringend bei mir am LU vorbeikommen, das Saatgut bei mir ausbunkern? Das muss vernichtet werden. Ja, wie viel ist denn das, was du da noch liegen hast? Warte, im Bunker. Ja, im Bunker sehe ich nicht, weiß wieder. Ach, warte. Immer noch auf den Fahrzeughändler ist. Steine, Kalk, Mineraldünger. 19.000. Müssen entsorgt werden. Ja. Okay. Ja, du. Ich mach das, was du im Auftrag gibst. 19.000 müssen entsorgt werden. Ich könnte heulen, ne? Aber ich darf's nicht. Ich kann's nicht verwenden. Wenn ich das bei der Kundschaft aufs Feld schmeiß, ist zappenduster. Weiß ich Bescheid. Ich hab's mir notiert, sobald ich Zeit hab. Mache ich das auf Prioritätenliste vorne, aber dann übernehme ich das. Ja, alles klar. Danke dir vielmals. In Ordnung. Tschüss. Das andere ist dann auch nebenbei, wo ich dich jetzt dran habe. Ich habe noch auf eine Rechnung. Die wären? Hast du noch. Einmal irgendwie 53.000. Ja. Das war die Geschichte mit Saatgut und Dünger und so. Und genau da ist das Problem. Und dann hast du leider auch noch eine Gutschrift von 55.000. Das würde mich mal interessieren. Für was? Dein MF war das. Den wir veräußert haben. Jetzt du langsam, Kim! Mein MF? Ja. Welcher MF? Den ihr hier abgeholt habt? Ach so, mein MF. Ja, klar. Dein MF, den du veräußert hattest. Alles klar, weiß ich Bescheid. Gut, alles klar, passt. In Ordnung. Danke dir. Ciao, ciao. Jo, ciao. Der MF stimmt. Wir haben ja unseren MF verkauft. Boah, hört euch das mal an, ne, Leute. In diesem Sinne, vielen Dank fürs Zuschauen. Wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Lasst das Däumchen da. Wir sind erstmal raus. Bis dahin. Euch noch einen schönen Tag. Ciao, ciao.